like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen bei Swiss Lights. Viele werden sich jetzt fragen, warum Swiss Lights. Aus dem Grund, ich habe meinen Namen geändert. Ich dachte halt, das passt so ein bisschen besser. Und zwar, heute geht es um dieses Tanken. Ihr werdet es mir nicht glauben, ich habe das unglaublich gerne. Sieht ein bisschen aus wie ein Sicherungskasten. Voll aus Metall, dickem Metall. Und ja, also ich kann mal etwas dazu sagen, es hat ein Kabel. Hinten sieht so aus, ein bisschen verkratzt, macht aber gar nichts. Zwei Scharniere, so schlichtes Design. Und zwar, wie ist das? Es ist eine Straßenlaterne. Ihr habt richtig gehört, eine Straßenlaterne hat jemand bekommen heute. Die ist von Bega. Man kann es natürlich nicht lesen. Aber innen steht es noch ganz viel mal Bega. Heute bin ich auch mit meiner Schwester am Video drehen. Hoffe, das stört euch nicht. Das ist die kleine Bega. Es gibt noch die mittlere und die große. Und wie die aufgebaut ist, zeige ich jetzt. Und zwar, ich öffne die mal und dann zeige ich es euch. So, der Öffnungsmechanismus ist einfach, ja, kein Clip. Das Oberteil drückt man hoch, das Unterteil runter. Dann kommt die Klappe hoch. Und damit das nicht direkt so runterfliegt, hat es hier ein Haken, das hängt ein. Hier sehen wir den Reflektor. Ein relativ großer Reflektor. Das originale Leuchtmittel schauen wir mal an. Es war drin. Man kann es nicht so leicht lesen. Philips, Belgium. Mach mal scharf. Ja, vielleicht. Philips Belgium Master City White 70 Watt. Ich dachte zuerst, das sei eine NHV, aber es ist eine HQI. Eine mit Keramikbrenner. Und zwar ist es so: dieser Schließmechanismus, das ist so ein Teil mit einem Loch, das rastet in diesen Bogen ein. Und dann hält das Ganze. Zum Am Mast montieren und anschließen muss man zuerst diese Schraube öffnen. Eine sehr stabile, massive Edelstahlschraube. Wenn man das gemacht hat, zieht man den Stecker hier. Es ist so ein bisschen eine blöde Beleuchtung. Hier, man zieht den Stecker. Gut. So heißt das vom Forschergerät. Und das zieht man dann raus. Das zieht man raus, das Forschergerät. Ja. Ich muss schnell die Leuchte schließen, da wir sonst ein Problem haben mit dem Gewicht, das immer nach hinten fliegt. Schauen wir das hier mal an. Das ist hier mal ein bisschen interessanter. Ich nehme mal das Leuchtmittel raus. Und zwar Forschergeräteeinheit. Hier ist der Stecker. Verpolungsschutz, damit man es nicht falsch reinstecken kann. Froslo VG und Froslo Zündgerät von 35 bis 70 Watt. Und hier 79 Watt Forschergerät von Froslo, also wirklich nur für 70 Watt. Macht aber gar nichts. Überall steht auch hier drauf Bega. Und zwar hier bei dieser Klemme sieht man es ganz gut, Bega. Hier unten beim Stempel Bega. Und zwar ist das die Bezeichnung der Straßenlaterne. Die Bega 9092. Das ist die Leuchte. Ja. Gut, jetzt öffne ich mal das Ganze.
Problem ist, es fliegt ganz hinten heraus. Ich tue das mal rein. Ich möchte ja nichts sagen. Aber manchmal ist das ein bisschen mühsam, dieses System. Aber sonst, von der Qualität her, kann man sich nicht beschweren. Hier drehen wir mal das zu. Das kann man auch mit einem Schraubenzieher machen. Hier geht es halt manuell auch. Leuchtmittel dreht man ein. Ist eine E27 Keramikfassung. Die Leuchte, muss man dazu sagen, ist in einem Top-Zustand. Außer ein paar Kratzer. Hier eine Mini-Delle am Reflektor. Ist die wirklich top in Schuss? Hier Stecker so weit reindrücken, bis es nicht mehr geht. Gut. Kabel wird von unten hier durchgezogen. Unten sind auch Schrauben zur Befestigung. Ja. Und was ich noch zeigen möchte, zum Schließen hier, das kann man nicht so schließen wegen dem Mechanismus. Zieht man den Deckel nach vorne, drückt das rauf, dann geht es zu schließen. Und dann schließt man das. Also es ist die kleine Bega, muss ich dazu auch sagen. So. Und zwar sehen wir es hier wieder. Hier unten sehen wir das Kabel. Die zwei Schrauben für die Befestigung. Und für was dieses Loch und das untere ist, kann ich euch sagen, das sind Gitter. Und zwar ist das die Kühlung, weil diese Leucht ist total aus... wie nennt man das? Aus Edelstahl, genau. Die Leuchte ist ganz aus Edelstahl und Panzerglas vorne. Das bedeutet beste Qualität, die ist auch made in Germany. Und ich würde mal sagen, wir feuern die mal an. Die ist vom Design her nicht so der Burner. Also ich finde sie jetzt nicht so schön. Schlecht ist sie definitiv nicht. Ich stecke sie mal ein. Und dann würde ich sagen, Licht aus und Straßenlaterne an. Die ist gerade am Zünden. Warum das so flackert, kann ich euch nicht sagen. Weil in echt flackert sie gar nicht und sie leuchtet auch nicht blau-grün, sondern weiß. Die Kamera hat schon jetzt ein bisschen Probleme. Doch jetzt. Also es ist in einem Top-Zustand, die habe ich halt gratis bekommen. Hier unten steht nochmals die Bezeichnung Bega 9092 IP44. Ja. Die Haku ist soweit fast hochgefahren. Wird noch warm weiß. Und dann bleibt sie auch so. So, sie ist warm weiß geworden. Das bedeutet, sie ist so hochgefahren. Ich lasse jetzt noch ein bisschen laufen. So, jetzt ist sie schon gute halbe Stunde an. Ich mache sie mal aus. Ich gehe mal so nah dran, wie es geht. Leuchtet halt schön nach, wie es ein Keramikbrenner macht. Ist halt... ein Keramikbrenner, man sieht sie noch nachleuchten, das ist das originale Leuchtmittel. Und jetzt hole ich noch die Moos dazu und drehe bei beiden Natriumdampflampen ein und dann sehen wir, welche schneller hochfährt. Also wie es sehen, die Moos ist höher, länger und die Bega ist dafür breiter. Und zwar, ist das eine Osram?
Vialox 4 Jahre und das auch. Also es sind beides die baugleichen Leuchtmittel. Ja. Dann mache ich die beide auch an. Und damit es fair bleibt, die kann ja nur 70 Watt, also das VG ist immer auf 70 Watt, das kann man nicht umstellen. Und das kann man von 50 auch auf 70 umstellen. Habe ich das auch auf 70, obwohl das beides 50 Watt Natrium-Dampflampen sind. Aber anders geht's momentan nicht. Und ich würde mal sagen, wie mache ich das jetzt? Stecke am besten raus. Hier stecke ein. So. Nun würde ich sagen, Licht aus und Lampen an. Also man sieht, die zündet schnell. Das liegt einfach daran, dass das VG nicht älter als ein Jahr ist, weil die wurde nur ein Jahr benutzt. Die hier schon etwa 5, 6, 7 Jahre. Die wird schon orange, das sieht man. Also die fährt auch schneller hoch. Laut ist auch die wird jetzt auch orange. So, ja. Beide sind eigentlich gute Laternen. Mir gefällt halt die hier besser von der Qualität. Aber die ist natürlich auch cool. Also was jetzt so weißlich aussieht, ist ein Filter. Die leuchten in Wahrheit jetzt gelber als normal, die werden auch noch weiß, relativ weiß. Ja, ich muss dazu eine Story sagen, zu der hier. Und zwar, die wurde so, vor einem Jahr waren die noch mit HQL, also waren andere Laternen mit HQL. Dann hat man sie halt umgerüstet auf HQI mit diesen Leuchten. Und jetzt renoviert man Krankenhaus einfach. Das renoviert man und dann wird auch die Straßenbeleuchtung auf LED gewechselt, wie es gemacht wurde halt. Und deswegen habe ich die halt bekommen. Ich habe leider nur eine bekommen, aber ja. Ist natürlich sehr, sehr geil. Das System gefällt mir hier 1000-mal besser. Hier ist einfach ein bisschen mühsam, dass die Leuchte richtig breit ist. Und die ist mega dünn dafür. Und dafür lang. Gut, die sind jetzt auch schon bald hochgefahren. Ich mach kurze Pause und dann komme ich wieder. So, jetzt brennen die auch schon 10 Minuten lang. Beide sind ganz voll hell, also heller geht's nicht. Ja, wir sehen von oben halt. Schönes Licht. Leuchtet hier wirklich alles aus bei meiner Schwester in ihrem Zimmer. Und ich würde sagen, machen wir die mal aus. 3, 2, 1. So, beide leuchten schön nach. Hier natürlich ein bisschen mehr wegen der opalen Beschichtung. Hier weniger, weil es nur der Brenn ist. Aber gefällt mir sehr gut. Das Ganze. Die Laternen sind einwandfrei. Keine Mängel haben. Beide haben keine Mängel, also beide sind perfekt. Ich würde sagen, Daumen nach oben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich wirklich, 50 Abos und es kommt ein Special. Ich hoffe, die BK hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!